Hi und willkommen zurück zu einer kleinen Runde Minecraft Mörder. Denkt dran, das Video zu bewerten und viel Spaß! Nun denn, ich bin ein Innocent und das ist, jawohl, meine Lieblingsbeschäftigung. Na gut, Detektiv ist zwar auch nicht schlecht, aber ich denke mal, als Innocent mache ich mich besser als Mörder. Das wird mir wahrscheinlich ewig nachhängen. Was ich in der Folge der Fail des Jahrhunderts gemacht habe. Oh je. Das ist der Mörder? Ein Stein. Oh Mann. Na gut. Das war halt eine kurze Runde. Bitte. Der war ja genauso mies wie ich. Na denn. Was wollen wir mal machen? Ausgerechnet in dieser Map. Aha. Hier kann man richtig Glück haben und dem Mörder niemals begegnen oder richtig Pech haben, dass er gleich um die Ecke gerannt kommt. Na, was machen wir denn? Zum Glück war das nicht der Mörder. Da war es auch egal, ob ich den Sprung vergeige oder nicht. Na denn. Mal sehen. Da komme ich wahrscheinlich nicht drauf. Mal kurz gucken. Ja, ich suche mir mal was, wo ich mich festcampen kann. Hab ja schließlich voll den Pro-Skill. Hier. Wenn ich da in die Ecke gehen würde, würde mich niemand sehen. Und ich könnte in 5 Minuten den Sieg campen. Nö, da habe ich keinen Bock drauf. Da lasse ich mich lieber so killen. Ist ja wenig, weniger öde. Aber naja. Dann schauen wir mal. Ich finde es wirklich... Ja gut, ich habe es gefühlt schon 200 Mal gesagt, aber es ist wirklich schade, dass hier keine weiteren Maps kommen. Machen die Entwickler hier nichts mehr oder... gilt das soweit als abgeschlossen, dass es nur diese paar Maps gibt. Finde ich persönlich sehr schade, weil ich finde, dass die Mörder... Episoden hier einiges noch an Potenzial haben. Wobei, es sind schon ein paar Sekunden vergangen. Langsam wundert mich etwas. Von denen scheint keiner der Mörder zu sein. Wer ist das? Nö. Ja. Ja, das ist mir schon klar. Jetzt aber. Ach so, ich dachte, das geht so. Na, dann eben nicht. Das wäre denn das? Nee. Schnell hier. Eigentlich ist das hier Minecraft Mörder. Wo sind denn die Geräusche von sterbenden Leuten? Muss man nicht verstehen. Vielleicht bereitet der Mörder irgendwas vor. Was kann man hier großartig vorbereiten? In der Archivmap könnte der Mörder sich hier irgendwelche Tränke zusammenfarmen. Aber hier? Hier kann er sich allerhöchstens Gold suchen für einen Bogen. Aber das... Nee, das macht keinen Sinn. Aber trotzdem bin ich immer noch von der Panik getrieben, dass er hier irgendwo hinkommen kann. Ich schreibe mal ganz kurz was. Ist der Mörder AFK? Weil es fällt auf, dass hier wirklich niemand stirbt. Der eine, der war, ist wahr, ist einfach nur gelieft. Yes? Fragezeichen? Würde ich auch mal annehmen. Ja. Der Mörder ist AFK. Ja, der Mörder wurde gestoppt, der nichts gemacht hat. Das war auch kein GG wert. Na denn, sind wir wieder mal innocent? Ja, es tut mir leid, ich bin nicht dem YouTuber-Rang. Was man auch irgendwie auch verstehen kann. Deshalb habe ich auch relativ geringe Chancen. Aber ich denke mal, man kann auch... Ich wette, das war der AFKler. Naja, ich hoffe, man kann es verstehen, dass ich deshalb nicht ganz so oft Mörder, Detective etc. bin. Ich bin auf Speed. Ich hätte nicht so viel Zucker in den Kaffee tun sollen. Ja, jetzt sind wir frei. Zucker, Zucker, Zucker in den Tee.
Ah, noch mehr, mehr, mehr Stoff. Mehr Stoff. Und was ist das für einer? Jetzt trink schon. Invincibility. Ich glaube, das soll Unsichtbarkeit sein. Das andere, 14 Sekunden, ist Unbesiegbarkeit. Vielleicht verwechsle ich auch einfach Invincibility und Zungenbrecher. Jedenfalls verwechsle ich die beiden Effekte. Klasse. Na toll. Komm nicht hier ran, Mörder. Nein. Visibility. Ich glaube, das ist unbesiegbar. Oder ich habe es auch mal wieder falsch verstanden. Ja, Google Übersetzer hilft. Wenn ich den mal anschmeißen würde. Naja. Mann, klau mir nicht mein Gold. Immerhin, der Mörder hier macht wenigstens was. Hä? Was war das denn gerade? Nee, das war auch nicht der Mörder. Das ist, glaube ich, Unsichtbarkeit. Sehe ich den Mörder? Hä? Ugh, was war das gerade? Okay. Na schön. Meinetwegen. Na gut. Das soll es dann soweit gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und tschüss.